Friends. Ja, ihr habt es richtig gelesen. Ich muss einfach nachsitzen. Warum genau, ist eigentlich auch egal. Aber eins steht fest, ich werde nicht nachsitzen. Besonders gleich gar nicht im Matheunterricht. Also habe ich mich dazu entschlossen, auszubrechen. Und ja, ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, mein Mathelehrer findet das natürlich nicht ganz so cool. Aber mir ist das egal, Freunde. Ich werde heute trotzdem ausbrechen. Und wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt, bleibt wie immer bis zum Ende dran. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Ganze gefällt. Vergesst doch nicht, diesen wunderschönen Kanal hier zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox. So, Freunde, wir sind endlich in Roblox angekommen. Und ja, ihr könnt es gerade schon sehen, denn ich befinde mich hier gerade noch in der Spielauswahl. Denn wer von euch lesen kann, kann schon sehen, dass es sich hier einfach mal um einen komplett neuen Roblox-Obby handelt. Und zwar nennt er sich einfach mal Escape the Math Teacher, also übersetzt, entkommen mit dem Mathelehrer. Und wie ich schon bereits meinte, muss ich einfach nachsitzen. Und deshalb werden wir gleich hier aus der Schule ausbrechen, ne? Das Coole an der ganzen Sache ist aber, dass es ein komplett neuer Obby ist. Ihr seht, der hat gerade mal 1,5 Millionen Aufrufe. Aber es spielt gerade einfach schon 1700 Leute das Spiel. Die versuchen anscheinend gerade auch alle auszubrechen. Deshalb würde ich sagen, sind wir der Nächste. Wir drücken auf Spielen, Leute. Und schauen mal, ob wir es schaffen, dem bösen Mathelehrer hier zu entkommen. So, Leute, wir haben auf Spielen gedrückt. Ihr seht, ich bin jetzt hier direkt im Klassenraum angekommen und da ist schon mein hässlicher, ich meine natürlich mein wunderschöner Mathelehrer, der mich schon ganz böse anguckt. Und ja, du kannst ruhig weiter grinsen. Ich weiß, du freust dich, dass ich nachsitzen muss. Aber vielleicht solltest du erstmal deine Bleistifte aus der Nase und aus dem Ohr ziehen. Freunde, keine Ahnung, warum er einfach Bleistifte in sich stecken hat. Aber egal, ich würde sagen, wir drücken auf Spielen. Und dann lasst uns jetzt ausbrechen, ne? So, Leute, wir sind jetzt hier im Matheunterricht angekommen, ihr seht. Ich bin mittlerweile ganz allein im Klassenraum. Und Junge, hört auf, mich auszulachen, ja? Ich weiß, dass ich nachsitzen muss, Mann. Ey, Leute, schaut mal. Alle Kinder sind jetzt schon draußen und haben Spaß. Und die lachen mich einfach alle aus, weil ich der Einzige bin, der hier noch nachsitzen muss. Also, wie gesagt, warum ich nachsitzen muss, das lassen wir einfach mal außen vor. Jedenfalls, Leute, könnt ihr... Yo, du musst auch nachsitzen. Was geht, Bro? Wartet mal. Laserpistole. 400 Robux? Und ich bin gespannt, was wir damit anrichten können. Pew! Was? Lol, die lösen sich einfach in Luft auf. Hä? Junge, stehen geblieben. Pew! Digga, das ist ein bisschen OP irgendwie. Aber mir fällt gerade ein, dass ich deswegen nachsitze. Vielleicht sollte ich nicht im Nachsitzen wieder damit rumschießen. Egal, Leute. Lasst uns lieber schauen, dass wir hier ausbrechen. Ihr seht, hier oben ist schon irgendwie so ein Lüftungsschacht offen. Ich hoffe mal, solange mein Mathelehrer hier gerade auf dem Klo ist, dass wir die Chance nutzen können, einfach durch den Lüftungsschacht abzuhauen. Ihr seht, das ist schon auf. Irgendjemand hat hier schon versucht auszubrechen. Junge, wo sind wir denn gelandet? Ihr seht, Leute, wir sind jetzt hier irgendwie in den Schul-Backrooms. Und Junge, stehen bleiben! Pew! Hä? Pew, pew! Der muss wieder alles von vorne laufen, der Arme. Digga, diese Roblox-Items sind aber auch teilweise so OP. Aber bitte mach das nicht nach, ja? Ich habe dafür gerade einfach 400 Robux ausgegeben. Aber egal, Leute. Ich würde sagen, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier rauskommen. Junge, wo bin ich gelandet? Das ist, glaube ich, irgendwie der Schulkeller oder so. Und ihr seht, hier sind wieder überall so coole Hindernisse, die wir auf jeden Fall nicht berühren dürfen, weil ich nehme an, sonst passiert das. Das heißt, wir drücken lieber brav den Knopf und laufen hier einmal weiter nach oben. Und irgendwie habe ich gerade Lust, wieder ein paar mehr Items zu kaufen. Ich habe das irgendwie vermisst. Ja, also... Admin, was ist denn Admin? Admin hört sich irgendwie krass an, kostet aber auch 500 Robux. Egal. Kaufen wir. Okay, also ich weiß nicht, was mir das jetzt bringt, aber... Ich habe jetzt Admin. Aber was kann ich damit jetzt machen? Willst du mir denn sagen, ich habe 500 Robux umsonst ausgegeben? Hallo? Was kann ich damit machen? Troll. Schrumpfe. Digga, wollt ihr mir sagen, dass ich das jetzt auch extra kaufen muss? Ah! Nein! Hä, hey, Leute, schaut mal, wir haben uns jetzt einfach kleiner... Bro, was bringt mir das denn, hä? Ihr habt gesehen, ich habe mich kleiner gemacht. Hä, aber das bringt mir ja gar nichts, wenn ich danach... Hä? Ich muss mir das erneut...
Zu mir gerade sagen, ich habe das umsonst gekauft. Kinder, ihr habt gesehen, macht das nicht nach. Ja, ich habe gerade gefühlt 1000 Robux ausgegeben für gar nichts, damit ich sterbe und mir das jetzt neu kaufen muss. Also, kauft euch das nicht. Ihr habt es gesehen. 20 Euro zum Fenster rausgeschmissen. Perfekt. Egal, Leute, das ist ein bisschen Karma dafür, dass wir ein bisschen rumgetrollt haben. Ich glaube, wir sollten lieber schauen, dass wir hier schnell... Ich muss die noch irgendwie treffen. Egal, was ich sagen wollte, wir gucken lieber, dass wir hier schnell ausbrechen. Weil wie ihr wisst, muss ich nachsitzen und nachsitzen ist absolut nicht cool. Ihr könnt ja mal jetzt in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal nachsitzen musstet, Leute. Und wenn ja, dann auf jeden Fall mein herzliches Beileid, weil ich glaube, so alleine nachsitzen ist wirklich absolut... Ey, warte mal. Nein, 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 ich mag keine Lüftungsschächte, Leute, das wisst ihr. Oh nein, muss ich jetzt hier lang? Ich habe irgendwie Angst, dass gleich ein Mathelehrer kommt und mich aufisst. Wir sind einfach irgendwie gerade in so einem Storage Room, wo einfach so Kartons stehen. Hier ist eine Feuerwehrsicherheitstür. Ich glaube, wir sind hier so irgendwie im Notausgang gewesen oder so. Hier sind so Klassenzimmer. Was auch immer da drin vor sich geht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Hier. Junge, was schreist du? Ey, warte mal. Herr Müller. Wir können über alles reden. Oh mein Gott, Leute. Ey, ihr seht's. Mein Mathelehrer ist hinter mir her. Er hat gesehen, dass ich ausgebrochen bin. Junge, ich will nicht nachsitzen. Bitte nicht. Leute, er will mich schnappen und mich zurück ins Klassenzimmer einsperren. Warte mal, ich habe so eine Sprungfeder dabei. Junge, auf Wiedersehen. Meine, ich kann mich oben auf dem Schrank verstecken. Tschüss. Ich glaube, er sieht mich nicht mehr, Leute. Ha, du Opa, hä? Muss deine Brenngläser mal besser putzen. Ich bin hier oben. Du Kla... Oh, hallo. Ey, ich hab gedacht, wir... Oh, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Hier rein. Rein, rein. Ja. Hä? Was willst du jetzt machen? Ich bin in der Turnhalle. Und in der Turnhalle haben Mathelehrer keinen Zutritt, du Vollidiot. So, Leute, jetzt wollte ich sagen, können wir schnell aus... Oder wo war ich? Stopp, ich bin also wirklich irgendwie in der Turnhalle. Digga, was ist denn das für eine Monster-Turnhalle? Also, keine Ahnung, wer das hier gebaut hat. Aber ihr seht, es hat funktioniert. Wir haben den Mathelehrer abgehangen. Das heißt, wir können jetzt hier schnell nach oben. Zack, zack, zack. Oder gucken wir, dass wir irgendwie hier drüber kommen. Junge, hier ist so eine mega... Warte mal, ich bin nicht gestorben. Wo... Ich bin irgendwie in den Backrooms, Leute. Keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin, aber ich glaube, jetzt bin ich tot. Das heißt, wir müssen genauer aufpassen, dass wir nicht hier runterfallen. So, jetzt aber. So, was ich sagen wollte, da ist so eine Mega-Rutsche, Digga. Ich hab da gleich so Bock runter zu rutschen, ne? Wenn ihr Rutschen auch so feiert, lasst mal ein Like da, Leute. Wir müssen jetzt aber jetzt... Oh mein Gott, Bruder, was war denn das für ein Trampolin, Alter? Einfach 20 Milliarden Meter hochgeflogen. Okay, war... Junge, da kommen immer so Bälle aus der Wand. Ich glaube, ich durfte die nicht berühren, Freunde. Sonst werde ich so runtergeboostet, glaube ich. Meint ihr, ich werde so... Ich werde gar nicht. Ich bin einfach durchgelaufen. Perfekt. Das heißt, wir sind gerade in so einem guten Lauf. Komm, wir müssen weiter durch. Komm schon, schneller, schneller. Hier ist ein Gegner. Also, was heißt Gegner? Hier war mal ein Gegner. Jetzt ist da keiner mehr. Junge, ey, es ist echt so ehrenlos, Leute. Okay, komm. Wir klettern weiter nach oben. Wir müssen raus hier. Ich habe keine Lust nachzusitzen. Komm schon. Junge, da kommen einfach so richtig fette Spikes raus. Junge, das ist echt ein bisschen... Das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Meint ihr, wir können einfach so am Rand vorbeispringen, so auf cool? Schaut mal. Ha! Was wollt ihr machen, hä? Niemand kann mich aufhalten. Oh, 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 Leute. Es geht endlich zur Rutsche. Ja! Yeah! Oh mein Gott. Oh, nicht runterfallen, nicht... Okay, Versuch Nummer 2. Direkt auf Rutsche. Klappt das? Okay, bitte nicht runterfallen. Bitte nicht runter... Wir haben uns abgerollt. Das ist smart. So, jetzt lasst uns mal gucken, dass wir lieber schnell rauskommen. Ihr seht es nämlich auch oben in der Mitte bei diesem komischen Balken. Wir haben schon ein Dreiviertel geschafft. Ich bin echt gespannt, ob es am Ende wieder einen Endboss-Fight geben wird. Weil irgendwie habe ich keine Lust, gegen den Mathelehrer zu kämpfen. Der sieht ein bisschen gruselig aus mit seinen Bleistiften in der Nase und im Ohr. Aber egal. Wir sind gleich aus der Turnhalle raus. Komm, unsere Sprungfeder nochmal rausholen. Ja, wo habe ich da eigentlich? Ja, die habe ich einfach gehabt. Gescampt. Junge, da versteckt sich jemand. Was machst du, ihr Kollege? Hä? Oh. Ich zieh meine Waffe. Er springt einfach direkt von selbst runter. Er ist der Beste. Er ist der Beste. Er ist einfach selber runtergesprungen. Habt ihr das gesehen, Leute? Okay. Bro, was ist das denn? Junge, ist einfach richtig fette Chemikalien. Ich glaube, hier ist irgendwie Chemieraum mal gewesen. Wo vielleicht der ein oder andere Schüler ein bisschen blöd. Blödsinn. Ich weiß gar nicht, was ihr habt.
Ich war es auf jeden Fall nicht. Ah, muss da ganz oft drehen. Ah, ich habe gecheckt. Okay. Leute, wir sind aus dem Chemieraum raus. Wo auch immer wir jetzt sind. Wir sind wieder in der Schule. Oh nein. Oh nein, habt ihr das auch gerade gesehen? Da war mein Mathelehrer, Herr Müller. Oh nein. Herr Müller läuft da hin und her. Ey. Oh Mann, Herr Müller, ey. Ey, warte mal. Er hat ein Skateboard. Ey, das ist meine. Der hat mein Skateboard geklaut. Junge, Herr Müller, du Kleiner, das ist mein Skateboard. Gib das wieder her. Oh nein, okay, ich habe nichts gesagt. Du kannst es ruhig behalten, ja? Lass mich bitte einfach raus hier. Ich will doch nur nach Hause. Bitte, Herr Müller. Oh, raus hier. Ach, schneller. Schnell. Palettis, kommt her. Wir müssen Palettis stapeln, Freunde. Junge, wie lange dauert das denn? Komm schon. Wir müssen jetzt hier so einen Turm basteln aus Palettis. Ich glaube, Herr Müller macht sowieso gerade ein Nickerchen. Von daher können wir uns auch hier ruhig ein bisschen Zeit lassen. Das reicht doch jetzt aber, oder? So, zack. Das reicht wirklich nicht. Ich habe doch eine Sprungfeder jetzt aber. Ha! Mit der Sprungfeder geht's trotzdem. Ihr habt's gesehen. Und jetzt bin ich wieder im Lüftungsschacht, Mann. Ich mag keine Lüftungsschächte. Wir müssen so schnell wirklich raus hier. Komm schon. Oh, hier ist ein Spieler. Also, da war mal ein Spieler. Ja. Okay, wir müssen jetzt hier so Kugeln nehmen und müssen da hochwerfen. Boing. Ah, Leute, dein Kopf ist in der Platte hochgefahren. Ja, übel cool. Okay, und ich glaube, jetzt müssen wir diese Tür hier öffnen. Oh mein Gott, die sieht ein bisschen gruselig aus. Okay, was ist das jetzt? Junge, man muss wieder irgendwas stapeln. Das ist voll komisch. Egal, Leute, wir stapeln gern. Wir machen das doch gerne. Hier, zack. Noch einer. Bam. Und jetzt einfach ganz entspannt nach oben. Einmal in den Lüftungsschacht rein. Auch wenn ich ihn nicht mag, wir müssen trotzdem hier rein. Ab nach unten. Junge, ich will jetzt mal langsam raus hier. Was ist denn das für eine Monsterschule hier? Jetzt mal ehrlich. Junge, das ist der längste Lüftungsschacht, den ich je gesehen habe. Oh Mann. Wer weiß, wie viel Spinnen sich hier drin verstecken. Aber ihr seht's oben, Leute. Wir haben es bald geschafft. Wow, was ist das denn? Junge! Herr Mathelehrer! Der hat irgendwelche Fallen hier aufgestellt. Guckt euch das mal an. Einfach Bärenfallen. Ihr seht, der meint das richtig ernst hier. Oh Mann. Oh! Junge! Das ist ja höchst illegal, was er hier aufbaut. Ihr seht, der legt echt Wert darauf, dass man nicht hier ausbricht. Aber ich habe keine Lust, hier nachzusitzen. Wir schwänzen einfach den Matheunterricht, Freunde. Macht das nicht nach, aber ich mache das jetzt trotzdem. Ja, ein cooles Vorbild. Okay, wartet. Wir müssen erstmal wieder hier ein paar Spieler beseitigen. Haben wir super gemacht. Jetzt einmal ein Energy-Drink. Kluck, 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 kluck. Einmal trinken. Und jetzt sollten wir wieder wahrscheinlich unnormal schnell sein. Junge, Leute, ihr wisst, hier in der Schule, so diese Energy-Drinks sind immer so overpowered. Junge, ich bin einfach der Schnellste. Keiner kann mich aufhalten, wollte ich sagen, genau. Und meine andere Frage, warum läuft da oben eigentlich so ein Timer ab? Da steht irgendwie nur noch so eine Minute übrig. Willst du mir sagen, dass wenn ich es nicht schaffe, innerhalb der letzten Minute jetzt hier auszubrechen, ne? Dass ich dann irgendwie zurück in den Unterricht muss oder so? Digga, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht, Leute. Da ist irgendein Countdown und der ist nicht von mir. Der ist von dem Spiel hier. Okay, warte mal. Ich glaube, Leute, ich habe das hier ein bisschen zu einfach genommen. Ich glaube, wir haben hier nur eine bestimmte Zeit, um hier auszubrechen. Okay, okay, ich beeile mich doch schon. Ey, warte mal, ich habe nur noch 45 Sekunden. Irgendwas stimmt hier nicht. Ey, komm schon, bitte mach inne. Komm schon, bitte mach inne. Komm schon. Also, ich muss mich, glaube ich, echt ein bisschen beeilen. Oh, komm schon. Aber ihr seht, ich mache das gerade echt. Oh, super. Junge, das sind einfach irgendwelche Laser. Egal, wir fliegen dran vorbei. Wir machen das super. Ey, warte mal, ich habe nur noch 20 Sekunden. Was passiert danach? Ey, hallo! Ich will nicht zurück in den Matheunterricht. Ich will nicht nachsitzen. Komm schon. Wir müssen raus hier. Leute, da vorne ist das Ende. Ihr könnt es sehen, da ist eine Bazooka. Ich glaube, das ist der Endbosskampf. Nein, die letzten 5 Sekunden. Nein, bitte nicht. Ey, bitte. Ey, warte. Nein, nein, nein. Wenn ich jetzt wirklich zurück... Nein, warte mal. Stopp. Das ist ein Troll? Ich glaube, der hat mich verarscht oder so. Irgendwie ist nichts passiert. Immer werde ich reingelegt. Okay, hier ist einfach ein RPG, Leute. Wir nehmen uns ein RPG mal. Nein. Bro, nein. Leute, da ist einfach Herr Müller. In so einem richtig fetten Titan-Anzug. Ich glaube, das schreit nach einem Endbosskampf. Lasst doch mal alle einen Daumen nach oben da, wenn euch das bis hierher gefallen hat. Ich würde sagen, es ist an der Zeit. Okay, das ist ein bisschen groß. Bruder, was ist das denn? Aber egal. Herr Müller, das ist dein Ende. Warum macht er nichts? Herr Müller, willst du dich nicht wehren oder so? Ich glaube, wir haben das Spiel kaputt gemacht. Aber irgendwie wehrt sich Herr Müller nicht. Hallo, Herr Müller, leben Sie noch? Hä, was ist das denn? Leute, der wehrt sich einfach nicht. Hä, was, der macht ja wirklich nichts. Oder wird er uns verarschen hier?
kommt hier gleich Jumpscare oder so. Also bisher passiert ja halt wirklich nichts. Freunde? Der letzte Schuss? 3, 2, 1. Junge, Herr Müller, was war das für ein Scam? Der hat ja gar nichts gemacht. Okay, Leute, keine Ahnung, was das für ein Endbosskampf war. Aber wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Leute, was war das für ein cooler Ausbruch. Wir sind jetzt hier einfach am Ende nochmal auf so einem Spielplatz und können hier ein bisschen Faxen machen. Ich würde aber sagen, wenn euch das heutige Roblox-Video gefallen haben sollte, lasst ihm einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zur neuen Folge. Bis dahin, ich bin raus. Ciao.